Unser Thema in dieser knappen halben Stunde wird sein Public Value im digitalen Wandel. Wem gehört das Netz? Und ich habe mich gefragt, bevor wir darüber diskutieren, wem das Netz jetzt gehört, wem es gehören sollte, sollte man noch über die Frage diskutieren, was ist Public Value? Gibt es dafür eine Definition, Frau Pfaff? Also der Begriff ist ja geprägt worden von der BBC. Er wird heute, wir haben witzigerweise gestern gerade auch mit einem Kollegen aus Österreich darüber gesprochen, denn Sie haben, glaube ich, auch heute Vormittag schon mal den Blick geworfen auf, wie die Lage so in ganz Europa ist. Und auch die Österreicher machen zum Beispiel einen Public Value Bericht. Wir haben als ARD eine Public Value Broschüre vor kurzem erstellt. Ich glaube, der Begriff ist ein bisschen inflationär geworden. Es sind auch unter anderem die kommerziellen Medien, die auch für sich in Anspruch nehmen. Wir produzieren Public Value. Und bei den Münchner Medientagen zum Beispiel, wo ich mir dann schon dachte, also man kann das ja wirklich strapazieren, dann eben die Überlegung, inwieweit Germany's Next Topmodel Public Value ist. Und da die Argumentation, nachdem wir auch ein Transgender-Model dabei hatten, befördern wir sozusagen die Auseinandersetzung mit Transgender. Das war auch ganz sicher die Absicht, die dahinter steht. Also wir versuchen es zu definieren, aber der Begriff ist sicherlich nicht trennscharf. Hat die Wissenschaft eine Definition dafür? Sie hat auf jeden Fall noch eine Perspektive, die das vielleicht ein bisschen erweitert. Der Begriff ist ja von der BBC in die breite Debatte gebracht worden. Er ist noch ein bisschen älter und kommt aus einer Forschung, die sich über öffentliche Verwaltung und was liefert sie der Gesellschaft Gedanken gemacht hat. Ein Forscher namens Moore ist das mal gewesen und dann ist sie eben sehr breit in unsere Debatte geworfen. Ich finde, wir sind schon auch im öffentlich-rechtlichen Bereich ein bisschen weitergekommen, ihn zu definieren, weil er zumindest in Deutschland, in England, die DDR eben auch stark führen, gibt es Analogien dazu, aber eben die Übersetzung gibt, dass es sich um soziale, kulturelle und demokratische Bedürfnisse der Gesellschaft handelt, die durch Medienangebote befriedigt werden sollten. Und die avanciertesten Forscherinnen und Forscher betrachten Public Value als eine Prozessgröße. Das ist vielleicht ein bisschen komplizierter noch, aber es macht deutlich, dass es bei Public Value nicht um etwas geht, was irgendwo von oben nach unten dekretiert wird, also nach dem Motto, wir definieren jetzt, was das ist, entweder wir Wissenschaftler oder die Öffentlich-Rechtlichen oder wie auch immer, sondern es ist etwas, was in Aushandlungsprozessen mit der Gesellschaft entsteht. Und ich glaube, diese Perspektive, die ist besonders wertvoll am Public Value, dass es um diskursive und mit der Zivilgesellschaft ausgehandelte Vorstellungen davon gibt, was erwarten wir von den Medien, ganz besonders natürlich von öffentlich-rechtlichen Medien, weil die öffentlich finanziert sind. Ja, ich halte das auch noch für einen ganz wichtigen Aspekt, eben dieses Prozesshafte. Das ist kein Begriff, und das wollte ich vorhin auch so mal anteasern, sozusagen, der feststeht, sondern wir haben für die ARD uns 8 maßgebliche Wertedimensionen, die wir unter Public Value verstehen, fixiert, eben auch in dieser schon genannten Broschüre. Aber natürlich geht es vor allem darum, also was ist der Wert für die Gesellschaft? Das hängt aber ganz maßgeblich davon ab, was ist das Bedürfnis der Gesellschaft. Und wenn es um den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht, sieht man ja in ganz vielen Beiträgen, aber auch in der Aussage des Bundesverfassungsgerichts, dass es 2 Funktionen in den Vordergrund gerückt sind, die vor 20 Jahren noch nicht so im Vordergrund gestanden hätten, wie eben insbesondere die Orientierungsfunktion in der Flut, die auch das Netz geschaffen hat, und Teilhabe zu sichern, also allgemein zugänglich zu sein. Und auch vor allem die Integrationsfunktion, die stärker in den Vordergrund heute steht, so wie sich die Gesellschaft verändert hat. Also insofern ist es auch gut, immer wieder darüber zu diskutieren, was verstehen wir unter Public Value, wer erfüllt ihn, wer trägt dazu bei. Aber das meinte ich vorhin am Anfang, ich muss schon manchmal auch ein wenig darüber schmunzeln, wer alles inzwischen in Anspruch nimmt, eben Public Value zu leisten. Dann würde ich jetzt mal für diese Diskussion unter Public Value den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erstmal ins Visier nehmen, wohl wissend, dass es natürlich auch andere Public Value
Produzenten gibt, die man auch der FC Bayern im Übrigen beansprucht für sich Public Value. Ja, die man ja wie Wikipedia oder andere Institutionen, die man bei dieser Debatte natürlich mit reinnehmen muss. Und würde dann tatsächlich fragen wollen, Frau Professor Thomas, wem gehört das Netz? Wenn wir mal schauen, wie es jetzt ist, wie zufrieden sind Sie mit dem, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk da leisten kann und leistet? Ich fange mit der ersten Frage an, weil die zweite ist natürlich nochmal ein riesen neues Feld. Also wem gehört das Netz? Das kann man natürlich euphorisch und euphemistisch sagen, uns allen. Es ist eine dezentrale Struktur. Gut, die Server stehen in den USA und da ist auch am meisten Zugriff drauf. Die Domains gehören den jeweiligen Eignern der Domain, aber an sich gehört es uns allen. Und die Inhalte bei denjenigen, die sie ins Netz stellen. Das ist sozusagen die freudige oder euphemistische oder auch hoffnungsfrohe Version, die auch am Anfang des Netzes einmal stand. Als Realität müssen wir aber eben feststellen, dass das Netz zum übergroßen Anteil durch von Inhalten geprägt ist, die aus kommerziellen Interessen dort hineingestellt werden. Und insofern gehören viele Funktionen des Netzes mittlerweile eben den großen Internetkonzernen, die ein neues Geschäftsmodell, auf datenbasiertes Geschäftsmodell daraus gemacht haben. Also es ist qua Struktur, könnte man immer noch sagen, es gehört uns allen, aber die de facto Verfügungsgewalt liegt zum großen Teil einfach bei den großen Intermediären, die vorhin auch schon angesprochen worden sind. Genau, und die Frage ist nun, was kann man daraus machen, also aus dem, wie wir es jetzt haben, und was kann man neu gestalten? Vielleicht, Frau Farb, erstmal an Sie, wie würden Sie den Status quo beschreiben jetzt für die Öffentlich-Rechtlichen? Vielleicht noch mal kurz ein Wort, wem gehört das Netz? Kürzlich in der Süddeutschen Zeitung einen schönen Begriff gelesen, den ich sehr bezeichnend finde, nämlich, dass Facebook die Zentralbank der Internetökonomie ist. Unter dem Aspekt, Facebook kann entscheiden, wer gewinnt und wer verliert. Einfach durch die Änderung von Algorithmen können Nachrichtenportale, Medienanbieter, aber auch sonstige Unternehmen von heute auf morgen entweder groß werden oder auch komplett verschwinden. Und so etwas kommt dann schon in die Frage, eben, wem gehört das Netz? Und vor allem plötzlich wird das Netz eben zu etwas, was mal euphemistisch, man dachte, jeder hat dort gleiche Rechte, aber inzwischen geht es dann wie eigentlich an der Börse darum, Kursgewinne in Shares und Likes, und die entscheiden darüber, ob etwas relevant ist oder nicht. Und wir sehen ja immer mehr, dass auch die Funktionalitäten oder einfach die Spezifika, wie sie das Internet hervorbringt, eben darauf hinauslaufen, dass immer das besonders Zugespitzte an erster Stelle steht. Und wir kommen jetzt, dann komme ich jetzt zu Ihrer Frage auch, wie sieht es aus für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Zum Beispiel bei Google, wenn etwas aktuell hochpoppt, es gibt eine neue Nachrichtenlage, sind eben einfach die bevorteilt, die am schnellsten sind. Weil Google eine der Regler auf dem Mischpult für die Algorithmen ist eben Freshness. Aktualität. Und wenn wir Aktualität sagen, dann meinen wir damit meistens aktuelle Nachrichten, und Sie sehen darin da eigentlich eher einen positiven Begriff, aber es geht einfach nur um Schnelligkeit. Und natürlich sind die, denen es egal ist, ob sie die Wahrheit verbreiten oder nicht und die nicht darauf Wert legen, irgendetwas zu recherchieren, sind am schnellsten. Jetzt Google hat da schon drauf reagiert und bringt eine neue Kategorie ins Mischpult hinein, nämlich vertrauenswürdige Medien. Da kriegt man sofort Bauchschmerzen. Was versteht Google unter vertrauenswürdigen Medien? Wenn ich mit den Kollegen hier, die in Deutschland sind, spreche, dann haben die ein eigenes Verständnis. Ich bin mir sicher, dass in den USA ein anderes Verständnis darüber besteht, was vertrauenswürdige Medien sind. Aber das zeigt auch sehr deutlich, man kann selbstverständlich mit dem Algorithmus genau dieses tun. Und was einfach sehr unschön wäre, wenn wir dann, und so ist dann manchmal die Äußerung, dann müsst ihr eben auch als Qualitätsanbieter, müsst ihr halt einfach noch ein bisschen schneller werden. Aber ich bin eigentlich sehr glücklich, dass wir uns in der Anfangszeit, das dann vor allem Motto, wir müssen immer schneller werden, dass wir also eigentlich auch gerade als ARD wieder eher da zurückgegangen sind, wir wollen vor allem eins sein, vertrauenswürdig, glaubwürdig. Und
Da haben wir auch ein riesiges Pfund, vor allem mit der Tagesschau. Ich weiß nicht, ob jemand gesehen hat, die Jim-Studie ist gerade vor 2 Tagen rausgekommen. Und ich finde es schon absolut beeindruckend, dass 84% der Jugendlichen sagen, die vertrauenswürdigste Nachrichtenquelle ist für sie die Tagesschau und sind die Tagesthemen. Und danach kommt dann auch das öffentlich-rechtliche Radio und überregionale Zeitungen, aber mit großem Abstand die Tagesschau. Und das ist ein Wahnsinnspfund. Ja, und das muss man natürlich dann auch digital entsprechend quasi verlängern oder anbieten. Und da kommen wir dann, das, was Ihre Frage darauf abzielt. Genau, wie funktioniert das? Genau, wie funktioniert das? Was heißt das für Plattformen? Wie muss man sich aufstellen? Die Tagesschau-App funktioniert unheimlich gut. Damit erreichen wir sehr, sehr viele Menschen und mit solchen Marken, die funktionieren ja sogar auch noch linear. Die Frage ist, wo wird das überall genutzt, auf welcher Plattform? Wir haben jetzt, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, nämlich die große Idee, die Ulrich Wilhelm ja auch angestoßen hat. Da komme ich noch zu, ja. Ah ja, okay, gut. Erstmal, wie es jetzt, das würde mich interessieren. Ach so. Genau, es gibt ja auch Funk, den Versuch, wirklich was ganz Netzeigenes zu schaffen, also was auch nach den Prinzipien des Netzes funktioniert. Wie bewerten Sie das, Frau Thomas? Haben Sie mal reingeschaut? Ja, also die persönliche Bewertung, glaube ich, die spielt jetzt gar nicht so eine große Rolle, weil ich gehöre nur definitiv nicht mehr zur Zielgruppe. Nee, aber so von Aufsicht, ne? Aus der Sicht der Wissenschaftlerin. Ich schaue vor allen Dingen erstmal darauf, wie Funk geworden ist. Funk ist eine Reaktion auf den lange beklagten Generationenabriss, also dass Jugendliche zu wenig öffentlich-rechtlich sehen, wobei das Bild muss man wesentlich differenzierter, siehe das, was eben Frau Farb sagte, sich anschauen. Und da war die Antwort, wir wollen etwas für Jugendliche machen. Es ist von Anfang an geplant gewesen als ein trimediales Angebot, also Fernsehen, Hörfunk, Musik natürlich ganz wesentlich und das Internet. In Deutschland muss ja so ein neues Angebot von der Politik, also von den Ländern, beauftragt werden. Und die konnten sich nicht darauf einigen, dieses trimediale Angebot zu beauftragen, sondern haben es eben als reines Netzangebot beauftragt. Das finde ich eine Reduktion, die schade ist. Und die sicherlich auch die Anfangsschwierigkeiten vielleicht auch von Funk ausgemacht hat, breiter publik zu werden. Auch halte ich die Ausstattung, die sie dafür bekommen haben, für nicht ausreichend. Also wenn man sich die Dramatik ansieht, dass zu viele Jugendliche nicht mehr so selbstverständlich öffentlich-rechtlich einschalten und man möchte sie erreichen und man möchte sie in diese große kommunikative Gemeinde öffentlich-rechtlich mit dabei behalten, dann muss man da auch Geld in die Hand nehmen und sie nicht irgendwie mit ein bisschen was abspeisen. Also ich finde, dass Funk mit zu wenig gestartet ist. Dafür ist es sehr ordentlich und ich denke, das ist wichtig, diese Angebote eben weiter zu befördern, wobei es ja auch immer wieder diese Diskussionen gibt, ob Öffentlich-Rechtliche auf anderen Plattformen quasi sein sollen. Aber anders geht's nicht. Wir müssen das so haben. Und insofern ist meine Bewertung, Gott sei Dank, dass es gibt, aber es hätte eigentlich ein bisschen gehaltvoller noch sein können. Wie funktioniert, ja? Noch mal sagen, was Funk ist. Frau Farb, das können Sie am besten, glaube ich. Funk ist das junge Angebot in der Kooperation von ARD und ZDF. Ursprünglich, Frau Thomas hat es ja erwähnt, auch mal noch als eigener Kanal, also linearer TV-Kanal geplant. Ausschließlich ein Angebot im Netz für die Zielgruppe zwischen 14 und 29. Natürlich sehr, sehr heterogene Interessen. Und Funk ist gestartet vor 2 Jahren mit etwa 40 neuen Formaten. Und da ist eine sehr hohe, und das zeichnet Funk auch aus, sehr hohe Experimentierfreude. Inzwischen sind es ungefähr 120, 60 mit regelmäßigen Auftritten, Publikationen. Und ich weiß es deswegen so genau, weil Funk jetzt gerade 2 Jahre existiert und insofern nochmal Bilanz gezogen hat. Und immerhin auch wir feststellen können, dass 66% der jungen Menschen zumindest wissen, dass es Funk gibt. Was für ein Angebot, welches ausschließlich im Netz existiert, wirklich bemerkenswert ist. Und dabei Funk hat zwar keinen Kanal, aber
Es ist trotzdem quasi ein bisschen in der digitalen Welt crossmedial, weil das gibt es als App, es gibt es auf den Drittplattformen, egal ob YouTube, Instagram oder Snapchat. Es gibt es aber auch als eigene Website. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, egal ob es jetzt die App oder die Website ist, um eben nicht das zu befördern, dass die Menschen über Facebook oder sonst wo gehen müssen. Aber es wäre auch völlig vermessen, solange es so starke Plattformen wie YouTube gibt, die, was hat jetzt auch die Jim-Studie wieder gezeigt, die einfach weiterhin, auch wenn sie nicht mehr so steigen wie bisher, und Facebook ja auch tatsächlich bei den Jüngern an Relevanz verliert, aber solange junge Menschen genau sich dort bewegen, ist es auch die Pflicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dort zu sein, um auch ein Gegengewicht, was ja eine der auch der maßgeblichen Aufgaben ist, ein Gegengewicht, eine Alternative anzubieten von dem, was sonst im Netz hervorgebracht wird. Und nicht, und im Netz wird vieles Gutes hervorgebracht, aber nicht mit derselben Verlässlichkeit und Qualität. Und ich bin da auch sehr stolz drauf, was es da inzwischen an regelmäßigen Formaten gibt, von Informa über Deutschland 3000 oder MyLab, was den Ansatz verfolgt, auf eine sehr zielgruppenaffine Art und Weise, aber wirklich trotzdem Wissenschaft, Politik, Nachrichten sehr seriös und zuverlässig zur Verfügung zu stellen. Wissen die Rezipientinnen, dass das öffentlich-rechtlich ist? Also darüber haben wir oft geredet, ja, ob das auch einzahlt auf ARD und ZDF. Also wenn man ein klein bisschen aufmerksam ist, kann man das feststellen, weil es auch immer entsprechend gebrandet ist. Und ich denke, das gehört auch dazu, das immer noch bekannter zu machen. Aber auch da haben wir ja einen, Gott sei Dank, inzwischen einen gegenläufigen Trend, wo deutlich wird, also gerade wir auch als ARD sind als dieser Medienverbund, haben wir einen zusätzlichen Schatz, dadurch, dass wir Radio, Online und Fernsehen miteinander verbinden können. Aber es gab eine Zeit, gerade auch so in den 80er Jahren, gerade auch bei den Radiowellen, wo sie nicht erkennen können, dass das Teil der Familie das RBB oder der ARD ist. Ich frage nur ganz kurz mit dem Hintergrund, weil es ja zumindest für die Legitimation der Haushaltsgebühr von Relevanz sein könnte, dass die Leute wissen, ah, okay, das ist auch ein öffentlich-rechtliches Angebot. Deswegen wird es sicherlich auch ganz wichtig sein, das deutlich zu machen, indem man eben, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, das eben auch auf einer gemeinsamen Plattform bündelt und zur Verfügung stellt, sodass die Menschen sehen können, okay, ah, das ist das Gesamtangebot, das wir an dem wir uns über unseren Beitrag beteiligen finanziell. Also das bettet sich ja ein in das größere Problem, dass es sehr viele Nutzer mittlerweile gibt, die tatsächlich die Quellen der Informationen gar nicht näher benennen können, sondern sie einfach nur sagen, das habe ich eben im Netz gesehen oder bei Facebook, aber gar nicht mehr zu sagen, das zurückführen auf die jeweils unterschiedlichen Quellen. Das ist ein Problem und das trifft Funk auch. In welchem Ausmaß und was sie daran tun können, da hat Frau Farb schon was gesagt, aber vor allen Dingen eben dieser Gedanke, dass öffentlich-rechtlich quasi als ein Branding, wenn man so will, auch im Netz eben sichtbar wird. Wir wollen mal auf die Zukunft gucken. Wir haben vielleicht noch 5 bis 10 Minuten, dann ist unsere Zeit leider vorbei. Und darauf gucken wollen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk plus Public-Value-Angebote, auch wenn der Begriff nicht ganz scharf zu definieren ist, wie man die im Netz besser und breiter aufstellen kann. Funk nennt sich ja bewusst Content-Netzwerk. Und nicht Rundfunk oder Radio, Fernsehen, aber sondern Content-Netzwerk. Das heißt immerhin Funk. Stimmt, ja. Ist so ein Content-Netzwerk, ist das ein Modell für die Zukunft? Also auch das sind letztendlich ja nur Begrifflichkeiten, nämlich für das Bündeln von Inhalten. Da schwirren ja momentan die unterschiedlichsten Ideen quasi eigentlich auch ein bisschen durcheinander. Plattformen ist das Schlagwort schlechthin. Wir haben es auch in der Regulierung, das ist aber nochmal was anderes, aber letztendlich steht überall dasselbe Bestreben dahinter, nämlich mit selber dafür beizutragen, dass die eigenen Inhalte auffindbar bleiben. Und wenn wir ein Rundfunk für alle sind, ist das natürlich unglaublich wichtig, wenn wir anschauen, wie sich die Nutzung entwickelt, die jetzt wirklich nahezu disruptiv ins Nonlineare geht und nicht mehr nur bei den Jüngeren. Dann wird es umso wichtiger. Ja, sonst kann man diese Aufgabe, auch ein Rundfunk für alle zu sein, nicht mehr erfüllen. Und da gibt es nun auch die eher kommerziell ausgerichteten Überlegungen, um
Verwertungsmöglichkeiten zu schaffen. Das sind auch die Ideen, gerade auch 7TV von Konze oder auch Überlegungen mit den Verlegern, was gemeinsam zu machen. Aber darüber hinaus gibt es ja auch die Idee, mehr in der Richtung gemeinwohlorientierte Plattform zu schaffen. Zum einen entweder in der Zusammenarbeit mit Wissenschaftseinrichtungen, Kultureinrichtungen, Schulen, gemeinsam eben mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Das ist eher dann auch so die gemeinwohlorientierte nationale Idee und dann darüber hinaus eben diese Frage, brauchen wir nicht eben eine eigene europäische Infrastruktur, die uns unabhängiger macht von dem, was ich eingangs beschrieben habe, dass wir eigentlich nahezu alle irgendwie von Facebook oder Google abhängig sind von deren Algorithmen, was im Traffic oder in der Interaktion, ob wir wahrnehmbar sind, noch passiert. Und das ist eben diese, die auch unter Plattform-Idee immer erzählte, aber eigentlich eine eigene Infrastruktur meint, die anderen kulturellen, rechtlichen Zielen und Rahmenbedingungen unterliegt als jetzt die amerikanisch geprägten Ökosysteme. Das ist ein Input eigentlich, ne, so ein Anstoß, den die ARD mit ihrem Vorsitzenden, aber die ARD insgesamt jetzt geben will eigentlich. Wenn man manchmal denkt, oh, das ist schon ein konkretes Projekt, ganz konkret Nein, zu Ende. Das kann auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht stemmen, das wäre auch nicht unsere Aufgabe. Es ist aber eine unglaublich wichtige Diskussion und ich glaube, je häufiger sich zeigt, welche negativen Seiten eben sich offenbaren über so, wie soziale Medien funktionieren und eben wie Algorithmen auch eben wirklich eingesetzt werden können zur Steuerung. Und dann ist die Frage, welche Ziele steht hinter dieser Steuerung, desto wichtiger ist, dass wir darüber diskutieren. Ob dann am Ende wirklich eine solche Infrastruktur rauskommt, ist eine ganz andere Frage. Aber sich bewusst zu machen, dass wir momentan sehr, sehr abhängig sind, ist wichtig. Ich würde es gerne noch mal als sozusagen auch so eine Linie deutlich machen. Gestern Abend hatte ein Herr, der, ich weiß nicht, Herr Eder, sind Sie noch da? Nee, ist nicht mehr da, gesagt, dass Öffentlich-Rechtliche bei dem bleiben sollen, was sie am besten können. Und das ist Fernsehen und Radio. Und da bin ich ja schon mal, einfach weil ich das nicht so unwidersprochen stehen lassen wollte, interveniert und habe gesagt, Moment mal, das kann es einfach nicht mehr sein. Öffentlich-Rechtliche haben von unserem Verfassungsgericht zugestanden, eine Bestands- und Entwicklungsgarantie. Das heißt, sie sollen sich entwickeln können in die neuen Medienwelten, wie auch immer sie aussehen. Da ein ganz wesentlich prägendes Merkmal eben dieser digitalen Welten, die Plattform ist, haben wir auch, um das nochmal aufzugreifen, diese 10 Thesen zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Tabea Rösner angestoßen hatte, die Gruppe, da haben wir eben auch gesagt, Öffentlich-Rechtliche müssen Plattformen werden. Davon ausgehend aber ist eben die Diskussion, Gott sei Dank, sehr lebendig noch weitergegangen und wir arbeiten. Dazu wird es ja auch am Nachmittag mit Volker Grassmund eine Gruppe gegeben werden zu der Frage des Public Open Space, so haben wir es genannt, oder wenn wir ganz groß denken wollen, eben die europäische Dimension mit hineindenken wollen, einen europäischen Public Open Space, das hat den Vorteil des schönen Akronyms EPOS, also wir wollen da ein großes Werk schaffen und die Idee dabei ist in der Tat, es gibt sehr, sehr viele Inhalte, die von Bildungsinstitutionen, von Museen, von Institutionen der Zivilgesellschaft, von NGOs, von diesen ganzen großen Bereichen existent sind und die auf einer Plattform zusammenführen, die eben das leisten, was öffentliche Kommunikation im Netz darstellt. Das ist die große Vision. Es gibt einen kleineren Kreis von Menschen aus Österreich, Herr Mitker ist auch hier, die sagen, okay, wir versuchen das erstmal ein bisschen in einem überschaubaren Rahmen zu denken, im deutschsprachigen, aber es ist, wie gesagt, es ist ein entwicklungsoffenes Projekt. Die Idee ist, dass öffentliche Kommunikation unabhängig von den Logiken kommerziell gesteuerter Algorithmen für die Öffentlichkeit bereitgestellt wird. Frau Farb, klingt ähnlich Ihrem Projekt, ne? Also im besten Sinne gefragt. Also ich glaube, jeder, der ein bisschen darüber nachdenkt, kommt zu ähnlichen Ergebnissen.
Wie wir es dann umsetzen, ist nochmal eine andere Frage. Aber wie ich schon sagte, ich halte die Diskussion darüber, wie wollen wir eigentlich unsere Kommunikation in Zukunft führen? Wer soll die steuern und wie wird sie gesteuert? Die Erkenntnisse kommen jetzt langsam so richtig hoch, weil wir die Erfahrungen machen und auch immer merken, es spitzt sich immer mehr zu, die Konzentration wird stärker Da geht es wirklich um die Grundlage, jetzt am Schluss sozusagen noch mal ein bisschen pathetisch fast, um die Grundlage wirklich für das Funktionieren der Demokratie. Das werden wir gleich in 2 Minuten noch in einer der 3 Gruppen diskutieren. Noch 2 Fragen kurz zum Abschluss hier. Das sind ja Visionen, große, aber man muss ja auch kleine Schritte gehen, zumindest bis die große Vision irgendwann mal umgesetzt ist. Da gibt es ja verschiedene kleinere Projekte. Vielleicht können Sie dazu noch mal 2 Worte sagen und verbunden mit der Frage, heißt es, man macht so ein bisschen Trial and Error auch, man checkt so aus, mit wem kann man sich verbünden, um eben wertvollen Content den Rezipientinnen zukommen zu lassen? Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, das verlangt die Zeit auch heute, dass man bereit ist, auch immer wieder etwas auszuprobieren. Gerade auch Kooperationen, Babylon Berlin ist ein wunderbares Beispiel dafür, wenn man eben auch das, Netflix und Co. gehen mit Mitteln, mit finanziellen Budgets an den Start, die sind für Deutschland, also egal ob kommerzieller oder öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das sind Dimensionen, die wir alle nicht haben. Facebook setzt allein in seiner Recommendation Engine Beträge, die fast den gesamten Jahreshaushalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausmachen. Ja, das muss man sich einfach in der Dimension vorstellen. Also müssen wir nach neuen Wegen suchen, um aber trotzdem den Inhalt zu produzieren, den die Menschen auch heute erwarten. Das ist das eine. Auch was die Strategie der Inhalte betrifft, auch da, wir müssen das machen, was eben nicht ohne weiteres da ist. Und das heißt vor allem etwas, was wir eben besonders gut auch können, das ist eigene Kultur, eigene Geschichte, eigenen Alltag erzählen und abbilden in der Fiktion, in Dokumentationen, in Reportagen, etwas, was aus unserem Land kommt, in unserem Land produziert wird und für unser Land produziert wird. Das, glaube ich, diese starken eigenen Inhalte, und da sind wir wirklich gut, da können wir auch, glaube ich, weiterhin an unserem USP arbeiten. Und das Dritte sind dann die Produkte. Da haben wir ja jetzt gerade die Beta-Version unserer Mediathek, ARD-Mediathek, die wird demnächst sozusagen als Alpha-Version zur Verfügung stehen. Die ist toll, kann ich einfach nur sagen. Die macht vieles einfacher auffindbar und ist schon eben diese Bündelung. Das ist die Idee, eben eine für alle, eben wirklich eine Mediathek für alle Angebote der ARD. Und möglicherweise wird es auch noch verbunden mit dem Audio, aber da haben wir die inzwischen sehr, sehr gut funktionierende ARD-Audiothek. Und dann gibt es ja auch Kooperationen, also ZDF mit ProSieben in einer Mediathek. Ist das auch eine Zukunft, und wie verhindert man, dass da irgendwie Profile sich verwischen? Also das muss man sich wirklich sehr gut überlegen. Das überlegen wir uns bei jeder Kooperation natürlich sehr gut. Was sind die Ziele dahinter? Wird eben dann nicht das eigene Profil, die eigene Marke, vor allem das, was einen selbst ausmacht, wofür man steht, ist das nicht widersprüchlich? Ich hätte jetzt bei so einer gemeinsamen Plattform oder draufgehen bei 7TV persönlich wirklich Bauchschmerzen. Die Zusammenarbeit mit der Telekom ist vor allem eine Zusammenarbeit unserer Töchter. Da geht es eher um die Verwertung. Das ist dann auch dazu da, um zusätzliche Einnahmen zu generieren, die dann ja zurückfließen in die Häuser, um dann daraus wieder neuen Content zu produzieren. Muss man einfach sehr genau hinschauen, was ist jeweils das Ziel und passt das zusammen. Aber langfristig wird es vor allem auch darum gehen, selbst etwas anzubieten, worüber man komplett die Hoheit hat und sich nicht drum kümmern muss, wird da jetzt unzulässig Werbung drüber geschaltet, wird das Signal irgendwie überspielt oder was auch immer, das ist natürlich schon das Ziel. Letzte Frage an Sie beide, nämlich die Frage, was muss die Politik, Klammer auf, endlich, Klammer zu, leisten? Ganz kurz noch gesagt, Sie sagten schon, sehr wenig Budget für Funk, also für das Content-Netzwerk. Und dann, man darf jetzt ein bisschen mehr im Netz, man darf jetzt eben, hat nicht mehr diese begrenzte Verweildauer in den Mediatheken, wie weit man es nutzen kann, ist ja eine andere Frage wegen der Urheberrechte, dafür weniger Texte. Also zusammengefasst gefragt, was muss die Politik leisten, welchen Weg muss sie endlich freimachen?
Ein kleiner Schritt ist ja Gott sei Dank gegangen worden mit dem neuen Rundfunkänderungsstaatsvertrag, dass die Behinderungen, die Öffentlich-Rechtliche im Netz haben, so nicht mehr haben. Aber das ist, da sind immer noch sozusagen viele Fallstricke drin, Presseähnlichkeit und so etwas, was eigentlich aus dem analogen Zeitalter und aus dem letzten Jahrhundert stammt. Also da wünsche ich mir von der Politik wesentlich mehr Innovationsfähigkeit. Aber viel, glaube ich, noch wichtiger ist, dass Bea Rösner, wenn ich sie nochmal zitieren darf, sagte, tatsächlich eben, dass die Medienpolitik aus den Hinterzimmern der Staatskanzleien herauskommt. Also dieser Gedanke, Medienpolitik geht uns alle an und wir haben Ansprüche und Wünsche und Vorstellungen daran, das, glaube ich, ist unglaublich wichtig. Das Nächste, was ich wichtig halte, dass die Politik, also man kann das mit Ross und Reiter benennen, die Politik, das ist so abstrakt, das sind politische Akteure, die aus bestimmten Positionen heraus eben Medienpolitik zu verantworten haben, dass sie wesentlich weniger empfänglich sind für den Druck der Lobby aus dem kommerziellen Bereich, weil es geht darum, öffentliche Kommunikation für die Zukunft zu sichern. Und da müssen wir uns frei davon machen, immer wieder sozusagen einen Kompromiss zu suchen. Ich verstehe, dass Politik Kompromissbildung ist, aber zu sagen, was zur Debatte steht, ist eben, ob wir diesen öffentlichen Freiraum wirklich verteidigen. Und wenn man ein bisschen, es ist ja eine europäische Veranstaltung, wenn man eben über die deutschen Grenzen hinweg schaut und sieht, mit welchen Argumenten zum Beispiel in Österreich derzeit versucht wird, von der Gebühr Geld abzuziehen in kommerzielle Medienunternehmen, die selber aber unter hervorragenden Profitraten dastehen, dann ist das sozusagen eine Verengung des öffentlichen Raums. Also weniger Empfänglichkeit für Lobbyarbeit, kommerzielle Ansprüche und mehr Gestaltung der kommunikativen demokratischen Zukunft. Frau Pfaff, letzte Frage an Sie. Welchen Weg muss die Politik endlich frei machen? Ich finde, Frau Thomas hat das jetzt schon sehr schön gesagt. Die Medienpolitik steht wirklich vor der großen Herausforderung, dass sie einfach den rasanten Wandel, dem wir unterliegen, nicht mehr nachkommt. Es braucht im Grunde genommen, und da haben wir dann das Thema eben, es müssen ja auch immer 16 sein, wenn es um Rundfunk geht, dass wir im Grunde genommen jedes Jahr neue Staatsverträge brauchten. Und man sieht es jetzt an so etwas wie dem sogenannten Medienstaatsvertrag, der eigentlich auch der Ansatz war, das wird jetzt der große eine Staatsvertrag, der dann für die nächsten Jahrzehnte hält. So, und jetzt haben wir Alexa und Co., die ganzen digitalen Butler, und keiner weiß, fällt das jetzt drunter oder fällt das nicht drunter? Und das ist, ich glaube, da müssen wir doch mal ganz grundlegend drüber nachdenken. Und das gilt auch für die Frage, wie unterstützen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so, dass er zukunftsfähig bleibt? Wie muss der Auftrag aussehen? Ich bin ja eher der Meinung, wir müssen stärker in die Beschreibung der Funktionen gehen als in die Beschreibung der Wege. Und da sind wir sicherlich noch nicht am Ende, aber das, was es am stärksten braucht, und da kranken wir momentan gerade so bei dieser dann doch sehr eng geführten Diskussion an der Höhe des Beitrags, der Erkenntnis, und das hatte Frau Thomas eben schon wunderbar angesprochen, dass wir jetzt ein wirklich bewährtes System nicht ohne Not wegen 20 Cent pro Monat wirklich ins Risiko setzen sollten. Und ich finde das immer sehr, sehr, also das trifft mich eigentlich auch immer, wenn die Sätze anfangen. Ja, ich bin ja ein Freund unseres gemeinsamen freien Rundfunks, aber. Und das Aber ist in der Regel dann sehr, sehr lange und bedeutet in der Regel das, sehr häufig das, was wir eben leider in ganz Europa erleben, ein Abschmelzungsprozess von Public Service Broadcastern. Und da begeben wir uns ein Risiko, dass alles, was weg ist, ist nicht mehr so leicht ist nicht wieder aufbaubar. Und die Menschen verlieren dabei etwas. Und wir hatten da in Europa eigentlich eine sehr, sehr gute Tradition, die ich hoffe, dass es, so wie auch Tabea Rösner, dann auch immer wieder genügend Politiker gibt, die sagen, nein, das zeichnet uns auch aus.
Ganz herzlichen Dank an Sie beide für diesen komprimierten Durchmarsch, sage ich jetzt mal so, durch dieses Thema. Wir denken gegen den Trend. In einer der Arbeitsgruppen werden wir darüber diskutieren. Sie sind auch mit dabei. Ich weiß nicht, ob Sie auch mit dabei sein werden gleich. Was tun für eine europäische nicht kommerzielle Plattform? Und dann gibt es noch zwei weitere Diskussionsrunden, die Anne Ulrich jetzt noch hier ansagen wird und vielleicht auch, wo man dann hingehen muss, ne? Ganz herzlichen Dank.